Yo, was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Es ist gerade was Krasses passiert, denn ich dachte eigentlich, dass dieser Glitch, den ich wahrscheinlich schon hochgeladen habe, ich hoffe es, dass dieser Glitch im Endeffekt dann doch nicht funktioniert. Aber er hat gerade wirklich funktioniert und ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Und zwar seht ihr das jetzt hier schon. Ich habe zweimal Henderson verkauft, okay? Und das Ganze machen wir jetzt auch mit De Gea oder so. Also wir haben hier De Gea, glaube ich, auf der Transferliste gerade noch. Aber den habe ich auch in meiner aktiven Mannschaft. Egal, ich zeige euch das Ganze jetzt von Anfang an, damit ihr euch da zu 100% sicher sein könnt. So, also Mannschaft habe ich da jetzt meinen De Gea drinnen gleich. Wartet mal kurz. Also, ich zeige euch das jetzt wirklich uncut, damit ihr euch sicher sein könnt, dass das jetzt kein Fake ist. Also, De Gea ist jetzt in meiner Mannschaft drinnen. Das ist mein De Gea. 110, 1. Können wir uns merken. Also, 110 gespielte Spiele und eine Torvorlage bei irgendeinem anderen Verein. Scheiß drauf. Ist komplett egal. Also, wir gehen jetzt in die Squad-Building-Challenges rein, gehen dann auf Upgrade und dann ganz nach hinten auf Gold-Upgrade. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich glaube, es funktioniert nur so. Und dann, packen wir den De Gea hier auch direkt schon rein. Geben den dann von der SBC auf die Transferliste drauf. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn wir dann hier auf Mannschaften gehen, dann sehen wir, De Gea ist immer noch in unserem Squad. Aber er ist auch auf der Transferliste. So, und auf der Transferliste haben wir den jetzt eben. Ich schaue schnell nach, was der auf Footwing kostet. Und ich will keinen Cut reinsetzen, denn sonst schreibt hier wieder jeder, das ist ja alles nur Fake, bla bla bla. So, De Gea 163.000 ist der günstigste gerade. Wir stellen ihn für 161.000 rein. Scheiß drauf, ich stelle ihn jetzt einfach rein. Also 161.000, bam, oder 160. 160.000, come on. Basic Chemistry Style, er ist jetzt drinnen, er ist jetzt zum Verkauf bereit. So. Transferliste, wir aktualisieren jetzt immer wieder und schauen, ob er sich verkauft. Das sind übrigens die Spieler, die ich vorhin beim anderen Glitch probiert habe. Da hat es nämlich dann nicht funktioniert, aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Beziehungsweise es hat gerade bei Henderson funktioniert. Ich hatte den nur einmal, habe ihn jetzt aber wirklich zweimal verkauft. Okay, also wir aktualisieren hier immer wieder und schauen, dass sich unser De Gea jetzt irgendwann verkauft. Ich hoffe, dass das heute noch passiert, denn wie gesagt, ich will es eigentlich uncut machen. Come on, es gibt ja nichts. Ja, jetzt ist er verkauft worden. Wir haben Coins bekommen. Und er ist jetzt verkauft. So, also für 160.000 ist er jetzt weggegangen. Unser De Gea, den wir gerade noch hatten, mit denselben Statistiken. So, der ist jetzt weg, aber er ist noch in unserem Verein, wie ihr gleich sehen werdet. Genau. In unserer aktiven Mannschaft ist er noch drinnen. David De Gea, wir können alles mit ihm machen. So, und wenn wir den jetzt hier wieder reinstellen, sagen wir jetzt einfach mal für noch weniger. Und zwar für, machen wir 158.000 Münzen. Dann funktioniert das nicht, Mann. Wieso funktioniert das nicht? Das hat gerade noch funktioniert. Ich schwöre auf meine Mutter, dass ich gerade mit Henderson dasselbe gemacht habe. Genau dasselbe. Oh mein Gott, wieso geht das nicht? Ich check's nicht, Alter. Ich check's nicht. Das hat gerade noch mit Henderson funktioniert. Ihr seht es ja hier, Mann. Ich habe ihn zweimal verkauft, genau für denselben Preis. Und ich habe dazu, glaube ich, eine Gameplay-Aufnahme. Ich mache hier kurz den Videoclip und dann... Ja, zeige ich euch das Ganze. So, ich möchte euch jetzt kurz zeigen, dass es vorhin mit Henderson wirklich funktioniert hat. Ich habe den jetzt eben in der Mannschaft drinnen, in der aktiven Mannschaft. So, habe den reingepackt, gehe auf Squad Building Challenges. Dann habe ich hier ein bisschen gechillt, weil ich das halt ohne Aufnahme gemacht habe eigentlich. Und dann habe ich ihn hier eben in der SBC abgesendet, wie ihr hier seht. Bam, ist auf der Transferliste jetzt. So, dann gehe ich hier auf die Transferliste. Beziehungsweise zuerst schaue ich in der Mannschaft, da ist er drinnen. Und dann gehe ich auf die Transferliste und dann sehen wir hier, dass er da ist, okay? Passt, ich stelle ihn rein für 1300, glaube ich, weil er halt, weil ich ihn halt direkt verkaufen wollte. 1300, jetzt verkaufe ich ihn. So, und dann gehe ich auf die Mannschaft, glaube ich. Ich glaube, ich gehe auf die Mannschaft. Ja, ich bin auf die Mannschaft gegangen und da war er eben noch drinnen. So, und dann habe ich ihn von dort direkt wieder verkauft. Ohne lange zu schnacken, habe ich ihn wieder verkauft, direkt. Das ist genau dieselbe Karte, die ich ja gerade eigentlich schon auf die Transferliste gepackt habe. So, und das hat funktioniert. Das hat funktioniert und da ist er dann jetzt eben zweimal weggegangen, wie ihr hier sehen könnt. Deswegen, es funktioniert schon, es ist irgendwas Wahres dran. Das mit Neymar gerade hat nicht funktioniert. Ich habe keinen Plan, wieso es jetzt nicht funktioniert hat. Vielleicht geht es irgendwie ab 100.000 Münzen nicht, vielleicht geht es ab 10.000 Münzen nicht, aber mit Henderson 1.300 Münzen ging es. Den habe ich zweimal verkauft, den hatte ich aber nur einmal. Es geht, man kann Coins verdoppeln, es ist möglich. Ich habe keine Ahnung, wieso es mit manchen Spielern geht, mit manchen nicht. Dazu habe ich mich noch zu wenig informiert, beziehungsweise habe einfach auch keinen Plan, was hier überhaupt abgeht. Das war es jetzt aber mit dem Video, Jungs. Ich lade das trotzdem hoch, denn ihr habt es gerade gesehen, es hat funktioniert. Damit bin ich raus, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.